Ja, nochmals schönen guten Morgen. Gott segne euch alle. Ich werde versuchen, auf Deutsch zu predigen, nicht zu viel Französisches reinzubringen. Ja? Aber seid ihr Christen, ha? Ihr vergibt mir. Amen. Dankeschön. Meine Frau ist hier, Caroline, muss ich mir kurz vorstellen, schon 32 Jahre verheiratet miteinander. Wir haben zwei Kinder, 18,5 sind Zwillinge, Töchter. Noch der Bruder Jerome, der mit mir arbeitet im Radiowerk, und Paula ist seine Frau ist eine Schullehrerin in der Schule. Ich dachte, es wäre gut, sie kommen mit, mal um uns zusammen unsere Horizonte zu erweitern. Ja? Wenn man sieht hier eine Schule mit 1400 oder wie viel? 1500 Schüler, da kann man nur träumen davon in Frankreich. Aber schön, ihr habt dieses Privilegium, es zu tun. Tut es, bitte, tut es gut. Go ahead. Ich habe gedacht, das könnte ein Mittel sein, um Deutschland zu überwältigen mit Jesus. In jedem Stadtviertel eine christliche Schule. Hey, und da kommen die Kinder, ihr segnet sie mit einem guten Unterricht und dann auch mit Beispielen von Menschen, die Jesus lieben. Und dann wird das Wort gesät. Bei mir hat es angefangen, als der katholische Priester meiner Gemeinde, in der Gemeinde, in dem Dorf, wo ich lebe, uns, als ich 8 Jahre war, eine Bibel gab. Und damals gab es nicht viele Kinderbücher. Als ich fertig hatte mit Arbeit in der Schule, nahm ich die Bibel unten von der Schulbank vor und fing an zu lesen in 1. Mose. Diese schönen Geschichten, ja. Und dann habe ich Abraham entdeckt und Isaac und Jakobus. Und dann kam der Josef, der war mein Hero. Ja? Aber wisst ihr was? Das ist mir nachgegangen, jahrelang. Und als ich dann so alt wurde wie Josef und ich so eine, ja, ich war so attraktiert von dem anderen Geschlecht. Ja? So. Und auch umgekehrt auch. Und dann kamen auch Versuchungen auf mich zu. Und immer wieder, wenn es dann auf den Punkt kam, es könnte weitergehen, kam der Josef in meine Gedanken hinauf. Der hat Widerstand geleistet der Frau Potiphar. Ja, und heute ist die Potiphars Frau auf einem Handy. 3 Klick und du bist drauf. Widerstehe. Widerstandskraft. Amen. Ja, ist ja nicht über. Ihr dürft reagieren, ja? Habt ihr Tomaten mitgebracht? Dürft ihr auch senden, ist kein Problem. Okay, ist das die richtige Uhr da? Ja. Ja, bin ich schon fertig, dann ist es 11:20. Wow. Okay. Also, ich möchte heute Morgen einen Text kurz mit euch anschneiden in Johannes Kapitel 11. Als ich für diese Stunde gebetet habe, kam mir der Text auf das Herz. Es ist Lazarus. Ein Freund von Jesus mit seinen Schwestern Maria und Martha. Sie leben in Bethanien, ungefähr 3 Kilometer weg von Jerusalem. Und der Lazarus wird krank und wie ihr wisst, er stirbt und Jesus aufersteht ihn. Das ist ungefähr die Gesamtgeschichte. Aber ich möchte einige Gedanken daraus ziehen und euch sie mitgeben auf den Weg für morgen. Ja? Ja, morgen habt ihr alle Freude, in die Arbeit zu gehen. Super, das ist dann schön. Du hast gute Disciples gemacht. Ja, absolut. Wir lesen in die ersten paar Verse. Es lag aber einer krank, Lazarus, aus Bethanien, dem Dorf Marias und ihrer Schwester Martha. Maria war aber die den Herrn mit Salböl gesalbt und seine Füße mit ihrem Haar getrocknet hatte. Deren Bruder Lazarus war krank. Da sandten die Schwester zu Jesus und ließen ihm sagen, Herr, siehe, der, den du lieb hast, liegt krank. Da sandten die Schwestern zu Jesus, als Jesus das hörte, sprach er, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Herrlichkeit Gottes, damit der Sohn Gottes dadurch verherrlicht wird. Jesus aber hatte Martha lieb und ihre Schwester und Lazarus. Als er nun hörte, dass er krank war, blieb er noch zwei Tage an dem Ort, wo er war. Ich hätte erwartet,
Er würde den ICE nehmen und sofort mit Schnellzug zu Bethanien fahren, um ihm die Hände aufzulegen und dann ihn wieder zu heilen. Aber Jesus blieb da. Und wie ihr wisst, es ging, als sie Jesus gebetet haben, die Schwestern, ging es von schlecht zu sehr schlecht. Schon mal erfahren? Du hast gebetet, du hast erwartet, es wird besser und es geht von schlimm zu sehr schlimm. Und dann zu ganz schlimm. Mein Thema heute Morgen ist, wenn alles vorbei zu sein scheint, wenn das dein jetziges Umwelt ist, dann ist die Predigt für dich. Wenn nicht, jemand hat mir gesagt, als guter Prediger, alle Menschen sind entweder in einem Problem oder sie kommen von einem Problem heraus oder sie gehen in ein Problem hinein. Also ist die Predigt auch für dich, auch wenn du kein Problem hast. Aber es könnte dir helfen, wenn du ein Problem mal hast, diese Gedanken mal nochmal durchzugehen, ja? Wenn alles vorbei zu sein scheint. Und die kommenden Verse geben uns einige Tipps, um mit diesen schlimmen Zeiten umzugehen, wie ich damit navigieren kann. Zuerst, der erste Tipp ist, Gott macht alles für ein Ziel. Gott macht alles für ein Ziel. Sprüche 16, Vers 4 sagt, der Herr hat alles zu einem Zweck gemacht. Auch den Gottlosen für den bösen Tag. Also alles ist da für einen Zweck, für ein Ziel. Und in diesem Text, den wir nicht alles ganz durchlesen werden, sehen wir, dass Jesus drei Ziele befolgt. Das erste Ziel haben wir gerade gelesen in Vers 4. Er sagt, die Krankheit dient nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichkeit Gottes. Diese Krankheit soll zur Verherrlichkeit Gottes dienen. Das war das erste Ziel. Das zweite Ziel lesen wir am Ende der Geschichte, wenn Lazarus auferstanden ist, Vers 45. Da lesen wir, als der Lazarus aus dem Grab kam, viele nun von den Juden, die alle kamen, es scheint, dass diese Familie sehr bekannt war. Es kamen Juden von Jerusalem herunter und sie waren da alle an dem Grab. Und als Lazarus herauskam, heißt das so, viele nun von den Juden, die zu Maria gekommen waren und sahen, was Jesus tat, glaubten an ihn. Diese Krankheit diente das Ungläubige Glauben. Das Ungläubige Glauben. Und drittens sollte es auch dienen, dass der Glaube der Gläubigen gestärkt sei. Dreimal sagte Jesus, Vers 15, wir lesen da zusammen kurz mal drüber. Er sagt zu den Jüngern, und ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht da gewesen bin, damit ihr glaubt, damit euer Glaube gestärkt wird. Glaube ist wie ein Muskel, der nicht arbeitet, verkrümmt. Deshalb, desto größer dein Glaube wird, desto größer die Herausforderungen, desto größer die Probleme. Sie hatten schon gesehen, dass Jesus mal einen jungen Knaben aufgeweckt hat, in Nain oder Naim, wie man sagt auf Deutsch. Da war die Mutter, diese Witwe hatte einen einzigen Sohn und der starb. Und sie brachten ihn zum Grab. Und da, wie damals es geschah, und wird auch heute noch in den heißen Ländern, du bist am Morgen gestorben, am Mittag ein Begrab, bist du begrabt. Da war noch ein ganz frischer Toter. Aber da kann man sich denken, könnte jemand, ein Toter von 4 Tagen, der schon stank, oder nicht gut roch, kann man das glauben, dass das wieder auferstehen kann? Nein! Aber unsere Probleme, die wir haben, sollen uns unseren Glauben stärken. Unser Glauben muss wachsen. Und er wächst wie? Durch Herausforderungen, durch neue Probleme. Und desto älter ich werde, desto weniger habe ich Ruhestand im Glauben. Die Probleme wachsen und wachsen
und wachsen und werden größer. Aber immer mehr haben mich sagen, das Problem von gestern war schon groß genug. Es gibt mir Kraft, heute zu denken, das nächste ist noch größer. Kein Problem. Gott ist auch in mir, macht er Wachstum für den Glauben. Und meine Probleme können auch dem Evangelium dienen. Als wir unsere Kinder bekamen, sie waren geboren mit 27 Wochen. Es waren frühgeborene Kinder. Sie sind in Straßburg auf die Welt gekommen. Ich sage nicht einmal ein Kilogramm. Und die ersten paar Wochen waren so ziemlich arg. Wie eines Tages rief sie mich an und sagte: Claude, komm mal kurz rauf, sie sind am Sterben. Ich habe zu Gott geschrien wie noch nie. Wie ein Verrückter. Auf der Autobahn. Ich betete in Französisch, in Deutsch, in Englisch, in Zungen. Ich betete laut: Gott, komm mir zu Hilfe. Und als ich nach Colmar beifuhr, kam mir der Gedanke: Lieber Gott, wenn du mir die Gnade gegeben hast, ein Vater zu sein, nur für 10 Tage, dann sage ich dir okay. Als ich eine Stunde später in Straßburg ankam, war meine Frau ganz fröhlich, die Babys waren rosarot. Ich dachte, sowas. Und sie sagte mir vor einer Stunde, hör mal gut zu, vor einer Stunde, habe ich den Girls gesagt: Meine liebe Töchter, wenn das Leben für euch beide zu schwer ist, lasse ich euch gehen. Und dann hat sich alles gedreht. Und ich dachte, wir könnten mit den Ärzten reden und mit ihnen über Jesus reden. Ja, ich bin so ein, ja, Jesus ist mein Leben. Das kommt überall raus. Aber da konnten wir durch 3 Monate im Spital nichts sagen. Aber da war auch ein Junge von der Gemeinde, der war ein junger Student und hatte ein Praktikum da in der Abteilung, wo meine Frau war. Und da war mit uns für ungefähr die halbe Zeit, Hälfte der Zeit. Und einige Monate später habe ich ihn gesehen im Gottesdienst wie heute und gesagt: Hey Nicola, es tut mir leid, ich konnte niemals über Jesus reden mit den Doktoren. Und er sagte mir: Du hast viel geredet. Ihr habt viel geredet. Ich sagte: Wie denn das? Alle Ärzte, die eure beiden kleinen Babys betreut haben, haben immer wieder gesagt: Wenn nur alle Eltern so cool und friedlich sein würden, wie die Eltern von Emma und Zoe, könnten wir mehr Babys retten. Und dann konnte er, der Junge von mir, ihnen sagen: Der Mann ist ein Pastor, die glauben an Jesus, die haben den Frieden Gottes in sich. Unbewusst waren wir ein Zeugnis für diese Leute. Amen. Kann es sein, dass dein Problem ein Zeugnis ist für die Welt? Die Welt schaut dir zu, wie du reagierst. Aha, wie reagiert jetzt der Mann, der glaubt an Jesus, wenn er seinen Job verliert, wenn seine Frau nicht gut ist und so weiter? Alles macht Gott für ein Ziel. 2. Punkt, kurz gemacht. Gott liebt uns. Auch wenn wir meinen, in den Sachen, wenn es schlimm ist, der erste Gedanke, der kommt, wenn wir Probleme haben, ist: Liebt mich Gott? Wo ist das der liebe Gott? Aber der Autor von dem Text hier sagt das 2-mal. Er sagt, dass Martha und Maria sagen ließen zu Jesus: Der, den du liebst. Nicht mal geschrieben, der dich liebt, aber den du liebst, ist krank. Und dann weiter unten steht geschrieben, Johannes schreibt: Aber Jesus liebte nicht nur die Familie, er liebte jedes Glied der Familie. Er liebte Martha, er liebte Maria und er liebte Lazarus. Gott hat dich lieb. Sieh mal deinen Nächsten an, links und rechts, und die sagen ganz einfach: Hey, Gott hat dich lieb. Wenn du es vergessen hast, Gott hat dich lieb. Gott hat dich so lieb.
Gott hat dich so lieb. Ab und zu ist es eine verwirrende Liebe. Aber hinter dem Problem, das du lebst oder erlebst, das Mobil ist Gottes Liebe. Gott hat dich ganz fest lieb. Okay? Dritter Punkt. Gott ist in Control. Gott ist in Control. Zuerst hat er gesagt, diese Krankheit ist nicht für den Tod. Und doch ist er gestorben. Vers 11. 11. Ja, da sagte Jesus zu ihnen, Lazarus ist gestorben und ich werde wieder auferstehen. Wir werden wieder wecken. Er ist eingeschlafen, er wird wieder wecken. Ja, wenn er eingeschlafen ist, das ist okay. Dann kannst du ihn wecken mit einem Glas Wasser. So. Und dann sagt er, nein, Lazarus ist gestorben und ich werde ihn wieder erwecken. Das heißt, dass Jesus wusste, was er machte. Gott ist in control of your life. Gott ist verantwortlich für dein Leben und er hat Kontrolle über dein Leben. Das Wort Gottes sagt in den Psalmen, meine Zeit steht in deiner Hand. Daniel Kapitel 2, Vers 21. Er, der Gott des Himmels, ist es, der Zeiten und Umstände ändert. Er ist in Kontrolle. Auch von der er stürzt Könige und er setzt Könige ein. Das ist das Mega oder das Makro. Aber auch in Kontrolle von deinem kleinen winzigen Leben und von meinem kleinen winzigen Leben. Er ist in Kontrolle. Lazarus schläft, aber ich werde ihn wachrütteln, werde ihn erwecken, werde ihn zum Leben bringen. Und wir können beten mit ganzer Zuversicht, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Kein Problem ist zu groß für ihn oder für was immer, was er vorhat. Nichts ist zu groß. Vierter Punkt. Ich habe nur 6 Punkte, ganz kurz, okay? Ich gehe mal durch. Nein, wenn manche denken, wir machen ein französisches Menü heute. Nein, wir machen ein ganz klassisches Menü. 6 Punkte. Angesichts der Zweifel oder der Frage, als er dann in Bethanien ankam, da kam die Macht daraus. Zu ihm sagte, Herr Jesus, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Was für eine gute, natürliche, menschliche Reaktion. Hä? Wenn du da gewesen wärst. Und Jesus sagt zu ihr, er wird auch verstehen. Dann sagt sie zu ihm, ja, natürlich, am jüngsten Tag. Und dann sagt Jesus diesen Satz, einen unglaublichen Satz. Er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er tot ist. Ich bin. Jesus hat immer wieder gesagt, ich bin. Er hat nie gesagt, ich habe. Ich bin der Weg. Nicht, ich habe einen Weg vorzustellen. Ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit. Ich bin das Leben. Ich bin der gute Hirte. Ich bin das Licht der Welt. Ich bin und nicht ich habe. Er ist die Inkarnation von dem Wesen, von Gott. Mir ist alle Macht gegeben auf Himmel wie auf Erden. Aha, okay, nochmal. Mir, Jesus, ist alle Macht gegeben, im Himmel wie auf Erden. Amen, Amen, Halleluja. Wir sind lebendig hier, okay, ja, danke schön. Meine Mutter wurde geheilt, ja. Mein Vater wurde geheilt vom Herz.
Er war damals 48 und ist gestorben vor 10 Wochen mit 91 und 11 Monaten. Bis am letzten Tag hat er gearbeitet draußen. Hat Holz gesägt draußen bis am Samstagabend 4.30 Uhr. Sonntag war er in Gottesdienst, hat die Hände hochgehoben. Ein großer Mann, so ein Fine Giant, ist ein großer, großer Mann. Hat mich predigt, seine letzte Predigt war ich. Ich habe ihn gepredigt, ein letztes Mal. Und am Montagmorgen um 8:45 ist er gegangen, ist nach Hause, wurde geheilt. Ich habe es gesehen, ich habe es erlebt. Aber weißt du was? Ich habe es gesehen und erlebt und doch hatte ich Mühe, es zu glauben für mich. Und dann hatte ich 1987 eine Missionarreise gemacht in Zentralafrika und kam nach Hause krank. Ich habe 11 Kilogramm in 10 Tagen verloren. Und es ging raus. Also das war fürchterlich. Ich bin zu einem Spezialisten, der war ein Christ, ein Doktor in Grenoble, damals in Grenoble, und der war auch Spezialist für tropische Krankheiten, hat mich untersucht, die ganzen Dinge gingen in ein Laboratorium in Lyon, da kam es zurück. Und als es zurückkam, sagte er, ich sollte zu ihm kommen in seine Kabine, in seine Praxis. Und dann sagt er zu mir, hör mal, Claude, die Resultate sagen, du hättest nichts. Du bist ganz gesund. Ich sagte ihm, ich bin nicht gesund. Ich habe 11 Kilogramm verloren in 10 Tagen. Ich bin nicht gesund. Das kannst du mir nicht sagen. Er sagte mir, ich weiß es. Aber wir haben keine Ahnung, was du hast. Ich kann dir keine Medizin geben. Dann sagte ich, ja, was mache ich jetzt? Dann sagte er zu mir so ins Gesicht, du gehst, jetzt ist es Donnerstagnachmittag, es ist fast 3:30, da ist eine Gebetsversammlung für ältere Leute. Geh mal hin und lass für dich beten. Und ich gehe, weißt du, wenn du dann, du bist ganz abgemagert und du hast keine andere Hoffnung mehr. Auf einmal betest du ganz anders. Und ich ging in die Betversammlung hinein. Und da war ein Prediger, ein englischer Prediger, und dann schon übersetzt. Und der sagte so während der Predigt, ich fühle, dass Gott heute Nachmittag Menschen heilen will, heute hier. Und ich dachte, du fühlst gar nichts. Du kennst mich. Habst du gesagt, dass ich Bauchschmerzen habe, dass ich abgemagert bin? Und alle älteren Leute haben ein Problem. Die Augen, die Nieren, die Hüfte, was weiß ich. Alle haben ein Problem überall. Ja, also. Aber dann, weißt du, wenn du da so weit bist, dass du nicht weißt, wohin zu gehen, dann gehst du doch in die Reihe und lässt für dich beten. Und ich ging vorwärts und ich dachte, ich war fast ein Übersetzer. Er wird ein schönes Gebet machen für mich. Und er gebetet für jeden. Das war dann meine Reihe, ja, hat seine Hand auf meine linke Schulter gemacht und gesagt, Herr Jesus, du, ganz kurz so, Herr Jesus, du kennst den Klo, die Bauchschmerzen, bitte heile ihn jetzt, Amen. Und ich dachte, ja, ist das alles? Ja, hey, ich diene dir so stundenlang in Übersetzung, du machst so ein kleines Gebet, das so dumme Gedanken, die im Kopf durchgehen, ne? Als das Gebet fertig war, es war, als ob es so ein Switch-Schalter umgekippt war. Ich wusste, dass ich geheilt war. Ich ging nach Hause, hatte ein Steak, ein Brot, ein Glas Wasser und habe angefangen zu essen. Und die Kilos kamen ganz alleine wieder. Ja. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin der Heiland. Ich bin der heilt. Ich bin der Gott, der heute noch heilt. 5. Punkt. Glaube ist der Schlüssel zu Gottes Herz. Glaube ist der Schlüssel zu Gottes Herz. Als sie dann mit Martha und Maria zum Grab gingen, sagt Jesus, rollt den Stein. Und sie sagt, Herr Jesus,
das ist schon ein Verwesen. Und dann sagt Jesus diesen grundsätzlichen Satz: Hab ich dir nicht gesagt, dass wenn du glauben würdest, dass du die Herrlichkeit Gottes sehen würdest? Schon früher, in der ersten Begegnung mit Jesus und Martha, hat er ihr gesagt: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er tot ist. Und dann diese Frage: Glaubst du das? Glaubst du das? Hör mal zu. Wenn du ein Zahnproblem hast, was machst du? Du gehst in eine Praxis, wo die Tafel sagt, da ist der Doktor, Professor so und so, der ist Zahnarzt. Und wenn sie dann auf den Stuhl gehst und du ihn fragst, sind Sie der Zahnarzt? Und die Dame sagt, nein, ich bin nur die Assistentin. Was machst du? Bitte nicht anrühren. Aber wenn dann der Zahnarzt kommt oder Zahnärztin und sie sagt dir, ich bin die Zahnärztin oder ich bin der Zahnarzt, dann entspannst du dich ein wenig, kommst eine Spritze für mehr Entspannung und dann geht's besser. Wenn du ein Automobil hast, eine Mercedes und eine Porsche, ich mag diese Wörter hier in Stuttgart, weiß nicht wieso, und dein Motor läuft nicht mehr, was machst du? Du gehst in die Garage und da kommt jemand und er sagt, ich bin der Hauptmechaniker im Geschäft. Und du gibst ihm dein wunderbares Auto, sehr teuer bezahlt, in seine Hände. Und du weißt, er ist der, der das kann. Jetzt stell dir mal vor, du hättest einen toten Freund schon für 4 Tage im Kühlschrank. Und da kommt einer und sagt dir, ich bin die Auferstehung und das Leben. Ja, das ist dann schon was Neues. Hein? Aber schon 4 Tage ist das. Das ist schon 4 Tage. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Anders gesagt, ich bin die Lösung für dein Problem. Ich bin die Lösung für dein Problem, was immer dein Problem heute Morgen ist. Ich habe dich erschaffen, ich kenne deine Zähne. Ich habe Ingenieure die Gedanken gegeben, einen Motor zu machen. Ich kenne auch Mechanik. Ich habe die Ehe geschaffen. Ich weiß, wie es funktioniert. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin deine Lösung. Und dann 6. Punkt. Letzter Punkt. Ja, 5. Punkt, ja. Entferne den Stein. Wir lesen, sind dann im Grab und Vers 5, 28, 29, das ist zu klein geschrieben, 39, okay, wie immer. Jesus sagt, hebt den Stein weg. Stell dir mal vor, der gesagt hat, ich bin die Auferstehung und das Leben, sagt auch, hebt den Stein weg. Ich hätte erwartet, so eine Hollywood-Story oder Storyboard, Jesus kommt, das Grab ist da. Er sagt, Lazarus, komm raus. Und im selben Moment fliegt der Stein weg. Und da kommt Rauch heraus und Licht und wow. Gar nichts ist gemacht, ich kam so raus. Er sagt, nimm den Stein weg. Hätten sie ihn nicht weggemacht, wäre der Mann im Grab geblieben.
Das Wunder war abhängig von verschiedenen Gehorsamen. Muss ich erinnern? Ich mag diese Geschichte von Kana. Es hätte in Frankreich passieren können. Ja? Ja, das haben sie Wein gemacht mit Wasser. Hey, die Rendite da? Okay, das ist ja Spaß gewesen, ja? Ich mag es, wenn die Reaktionen kommen von dem Zuhörerschaft. Und dann sagt er, füllt die Gefäße. Hätten sie sie halb gefüllt, hätten sie ein halbes Wunder bekommen. Aber sie haben es ganz gefüllt. Und auf einmal kam das Wunder. Das Wasser wurde zu Wein. Ein Merlot, ein Cabernet Sauvignon. Ja, ich kenne die deutschen Weine nicht gut genug, tut mir leid. Das Prinzip ist ganz einfach. Tue dein Bestes. Tue dein Möglichstes. Und dann macht Gott das Unmögliche. Meine Frau und ich hatten mal vor 20 Jahren eine Ehekrise. Aber es war nicht nur ein Kriselchen, es war eine Krise. So eine Tropical Hurricane. Und ich habe es gemerkt, ein Blumenstrauß genügt nicht mehr. Ein Restaurant auch nicht. Da war es viel tiefer. Und habe gebetet zu Gott und gesagt, lieber Gott, was mache ich jetzt? Ich war damals in Amerika alleine und ich spürte, es war so ganz viel Spannung auf der Leitung. Und ich habe auf Französisch gebetet und dann auf Englisch und dann Zungen. Und habe ich die Bibel genommen mit dem Buchgebet der Psalmen, ja, Psalm 91. Ich habe ihn durchgebetet und dann kam ich auf den Vers 15, wo er sagt, ich bin mit dir in der Not, ich will dich erretten und ich will dich ehren. Ich habe nur gesehen, Not. Und es gab Not. 7 Monate Not. Es war Hölle auf Erden. In meiner Ehe als Pastor. Und ich dachte immer wieder, was kann ich denn machen, um das alles zu reparieren? Wir haben uns einfach auseinandergelebt. Sie hatte ihren Job, sie wurde Kader, sie wurde geehrt. Ich hatte die Gemeinde, das wuchs und wuchs und wir wuchsen auseinander. Und es kam so weit, dass wir sagten, es ist aus. Und dann in dieser Zeit habe ich gesagt, Gott hat mir gesagt, ich bin mit dir in der Not. Ich will dich erretten und ich will dich ehren. Und ich sagte so, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Und ab wann kam der Gedanke, nimm sie mit in die Skiferien, in ein schönes Hotel. Und ich habe gesagt, lieber Herr Jesus, zur Information, das kostet viel Geld. Das ist teuer. Ich habe sie mitgenommen. Und ich dachte, nach einer Woche ist sie wieder okay, alles ist schön. Es war schon besser, aber noch nicht okay. Eine Woche später habe ich gemerkt, ich muss wieder was tun, das mache ich jetzt. Roll den Stein. Ja, was für ein Stein denn? Und dann kam der Gedanke, mach ein Wochenende in Prag mit ihr. Ein Wochenende in Prag. Das kostet doch Geld. Ne? Habe ihn nach Prag mitgenommen und sie war wieder froh, aber nicht zu viel. Und habe gedacht, jetzt ist es wieder besser geworden. Ein drittes Mal kam der Gedanke, hol ein Sportauto fürs Wochenende. Da hat mir einen guten Freund, der eine Garage hat mir ein Sportauto aus Deutschland ausgeliehen. Zum Glück war es gratis, denn der Benzintank war schon so teuer. Haben zweimal geleert am Wochenende. Aber sie war überrascht. Mein Schatz war so glücklich. Und dann ging es nochmal nicht besser. Und dann sagten wir, okay, wir müssen weiter aufhören. Ich mache es kurz, ja. Aber als wir sagten, es ist aus, da kam eine Nacht, die zweitletzte Nacht, bevor sie vom Hause wegging, haben wir miteinander geredet, war alles cool, dann die ganze Spannung war raus.
Und dann habe ich noch mit ihr gebetet, 9 Uhr morgens, ja. Und am nächsten Morgen haben wir uns verschlafen. Und dann mussten wir alle ganz schnell in die Arbeit gehen. Und unterwegs rief sie mich an und sagt mir, kannst du mich vielleicht dieses Andachtsbuch, Word for Today, auf Deutsch, Freude am Heute, von dem Tag lesen? Habe ich aufgeschlagen. Es war dann 21. Juni 2003. Und an diesem Tag ging es über Ehe. Als ich anfing zu lesen, dachte ich, der Autor war ja gestern Abend zu Hause auf der Couch mit uns. So war er ganz nahe auf den Punkt. Und dann später habe ich gemerkt, es ist ganz anders geworden in einer Nacht. Monatelang war es Hölle auf Erden. Und da war der Punkt, wo Gott eingegriffen war. Ich hatte getan, was ich konnte. Und Gott machte das Unmöglichste, ihr Herz zu bewegen. Monate später habe ich gefragt, hat es was genützt, das ganze Geld, das ich da investiert habe? Dann hat sie mir gesagt, du hast keine Ahnung. Mein Herz war ein leeres Gefäß. Du hast mich vergessen in den Jahren, wo wir zusammen waren. Und mein Herz wurde leer. Und ich dachte, 10 Jahre lang hat er nichts gemacht, er macht nichts mehr, es ist aus. Aber ich habe dich gesehen, wie du dir Mühe gabst, um mich zu wieder erobern. Das kostet Geld, Brüder, ja? Ja, pst, Brüder, das ist, kostet Geld, aber ist wertvoll. Das ist es wert. Und innerlich ging das Gefäß wieder gefüllt, bis es dann an diesem Abend an einen Deckel kam. Und in der Nacht hat Gott den Deckel weggeworfen. Und meine Liebe konnte wieder übersprudeln auf dich. Am Donnerstag wollte ich scheiden. Am Freitagmorgen, als ich aufwachte, als ich dich sah, sagte sie mir, als ich dich sah, habe ich gewusst, mit diesem Mann werde ich alt werden. Mit ihm werde ich mein Leben verbringen bis zum Ende. Halleluja. Roll den Stein. Das kostet Mühe. Oh, ja, es kostet Mühe. Aber weißt du was? Es ist wert. Es ist es wert. Ich möchte das Team von Stefanie bitten zu kommen. Hey, heute Morgen, entferne deinen Stein. Dieser Text ist voll gefüllt mit 3 Konzepte, 3 Gedanken. Erstens die Liebe. Jesus liebt dich. Auch in deinen Problemen bist du von Gott geliebt. Bitte vergiss es nicht heute Morgen. Gott liebt dich so sehr. Zweitens, der Schlüssel ist Glaube. Okay? Der Schlüssel ist Glaube. Und wenn du das Möglichste tust in deinem Problem, wird Gott das Unmögliche tun. Und das ist die Hoffnung. Der ganze Text redet von Hoffnung, ohne das Wort zu zitieren. Aber es redet von Hoffnung. Hoffnung in Hoffnungslosigkeit. Hoffnung in Zeiten, wo alles vorbei zu sein scheint. Hoffnung für dich heute Morgen. Unsere Hoffnung ist nicht nur ein Konzept, Gedanken, ein ewiges Leben, das kommt, das schon angefangen hat, hier jetzt, aber das dann kommt. Die Hoffnung, die biblische Hoffnung hat einen Namen und ein Gesicht. Jesus Christus, der Sohn Gottes, dem alle Macht gegeben ist, im Himmel wie auf Erden. Heute Morgen. Ich möchte beten. Lasst uns beten. Was ist dein Problem? Welcher Stein hast du zu rollen heute Morgen? Vielleicht der Stein des Unglaubens. Aber heute Morgen kannst du nach Hause gehen mit der Zuversicht, dass Gott
mit dir geht, in deine Not hinein und dir daraus helfen wird, wie er meiner Frau und uns mir herausgeholfen hat. 20 Jahre sind vorbei, 20 wunderbare Jahre. Meine Frau ist meine geliebte Frau. Ich habe sie so lieb. Sie ist die Liebe meines Lebens. Nach Jesus ist sie die Liebe meines Lebens. I am proud of her. Ich möchte mit ihr mein Leben ändern. Basti, kannst du kommen, das übernehmen? Ja, lass uns persönlich noch darauf reagieren, auf diese Predigt, auf die Worte, auf diese Ermutigungen, Herausforderungen. Und wir haben das so auf eindrückliche Weise vom Claude gehört. Jesus Christus ist. Und lasst uns ihn und seinen Namen einfach auch hineinrufen in die Situationen, wo wir uns gerade wiederfinden, und einfach Jesus hineinsprechen. Und das wollen wir singen. Und wenn du heute Morgen da bist und sagst, hey, ich möchte mit jemand beten, ich brauche jemand, der mit mir glaubt, dann möchte ich dich einladen, nach hinten zu gehen. Und das sind Menschen, die einfach da sind und dich begleiten, Jesus hineinzusprechen in deine Situation.